Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Und was wir gerade machen, das habe ich angefangen im Video 53. Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal zu erklären. Tut mir leid, wenn ihr jetzt gerade zugeschaltet habt. Geht ins Video 53 zurück und da erfahrt ihr dann mehr. Und wir machen jetzt gleich weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So. So sieht unsere Internetseite jetzt aus. Wir sind an den Definitionslisten dran und da soll jetzt noch ein Bild hinein und die Schrift soll noch verändert werden. Das ist das, wie es dann aussehen soll. Und dann soll auch noch das Bild etwas vergrößert werden. Gut, und wir gehen gleich mal wieder in unseren HTML-Code rein, in das Internal Style Sheet, also in das Stylesheet, was CSS, was innerhalb des HTML-Dokumentes sitzt. Und als nächstes definiere ich die Definition selbst, also das dieses Definitionsteil oder diesen Definitionstext, nicht mehr den Titel von der Definition, sondern den Definitionstext selbst. So, und da möchte ich die Font Family, also den Schrifttyp Arial haben. Das ist das erste. Und als nächstes möchte ich die Schriftgröße 12 Pixel haben. Die 12 Pixel hatte ich am Anfang nicht und dann hat sich das, das zeige ich euch auch noch mit dem Bild so unschön verschoben und ich habe versucht, da eine Lösung zu finden, nur mit CSS, aber es scheint so, als müsste man da dann mit JavaScript dran gehen und da wollte ich mit in diesem Kurs HTML und CSS noch nicht dran, das kommt dann im nächsten Kurs, wenn es dann tatsächlich um JavaScript geht. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir gehen in unseren Browser hinein und laden uns die Seite neu und jetzt seht ihr, hat er einfach die Schrift auf Arial gesetzt, ist ein bisschen kleiner geworden und das war es dann auch schon. So, das ist das erste, was ich mache und jetzt könnte ich mir einfach hier unten, na, das zeige ich euch auch noch, jetzt könnte ich mir hier einfach auch ein Bild laden. Und dann könnt ihr das einfach so reinsetzen. Und da zeige ich euch jetzt einen neuen Befehl. Das ist so ein Befehl, mit dem man dann noch eine Bildschirmunterschrift oder eine Bildschirmüberschrift machen kann. So, Figure heißt die Figur. So. Und da lade ich mir jetzt einfach erstmal mein Bild hinein. Image. Und dann habe ich mir in meinen Ordner ein Bild reingesetzt. Das nennt sich hund-klein.png. Und ja, dann schließe ich das Figure, also diese Figur, und schaue mir mal an, wie das Ganze aussieht. So, jetzt lade ich das Ganze neu und jetzt seht ihr, der Hund ist viel zu groß. Außerdem sitzt kein Fließtext drumherum. So, das ist alles noch unschön und das möchte ich jetzt ändern. So. Als erstes gebe ich dem Figure noch ein internal Style Sheet. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel, wenn ich das auch noch in das oder ja, oben reinsetzen würde in das in den Kopf. Das soll also links umflossen werden. Das soll also das Bild soll ganz links sitzen und der Text soll dann rechts drumherum fließen. Dann soll es noch einen
Abstand bekommen von 8 Pixeln. So, und das war's dann auch schon. Und jetzt sieht das Ganze, wenn wir das abspeichern und uns ansehen, so aus. Und ihr seht, jetzt sitzt auch die zweite Definition sitzt neben dem Bild. Das liegt aber daran, dass das Bild zu groß ist. So, und um das abzuändern, gehen wir jetzt wieder nach oben in das Internal Style Sheet hinein. So, und jetzt zeige ich euch, dass man eben tatsächlich die Elemente nicht nur über ein oder zwei Elemente vererben kann, sondern auch über drei Elemente. Ich sage also, es gibt in der Liste, in der Definitionsliste 1, gibt es dieses Definitionsblock. Darin gibt es dann die Figur Figur und darin gibt es ein Bild. So, und jetzt wird genau dieses Bild ausgewählt, und zwar jedes Bild, was innerhalb dieser Elemente sitzt. Wenn ein Bild nicht in dem Block Figure drin sitzt, dann wird es auch nicht ausgewählt, aber in diesem Fall sitzt es natürlich drin. So, und dem möchte ich jetzt eine Höhe zuweisen, und zwar von 60 Pixeln und dann auch noch eine Breite zuweisen von 60 Pixeln. Und das war's auch schon. So, und wenn ich das jetzt abspeichere und mir neu lade, dann seht ihr, ist das Bild ganz klein geworden, 60 Bildschirmpixel. Normalerweise ist es fast 500 Bildschirmpixel breit. So, und das kann ich eben abändern durch die Befehle oder durch die Attribute Width und Height. Gut, und damit ist das dann schön klein geworden. So, und jetzt gehe ich nochmal nach unten hinein, hier in den Abschnitt Figure. Und jetzt kommt noch die Bildschirmunterschrift, die mache ich mit Fig Caption einmal. Moment, ich muss mir das jetzt auch nochmal in meinen. So. Dem gebe ich auch noch einen Style. Und erstmal Text Align soll Center sein, es soll also mittig dargestellt werden. Und dann kommt dort rein ein Hund. Und dann schließe ich das Ganze. Speichere es ab, schaue mir das Ergebnis an. So. Und jetzt habe ich hier, ja, mittig unter dem Bild habe ich die Bildschirmunterschrift, ein Hund. Gut, so, und so setzt man Bilder hinein. Das heißt, man kann also innerhalb dieses Definitionsblocks noch eine ganze Menge an Untersachen machen. Man kann dort Tabellen reinsetzen, man kann wieder Unterlisten reinsetzen und so weiter und so fort, wie man das eben braucht. Und hier ist jetzt erstmal wichtig, so, ich kann ein Element reinsetzen, und worauf ich euch auch noch eben hinweise, ist, dass es diesen Block Figure gibt, der eben tatsächlich für Bildelemente auch vor allem gedacht ist. Gut, das war's für dieses Mal. Das nächste Mal zeige ich euch noch, wie man mit dem Mausüberfahren dann das Bild größer machen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.